zum Fotoshooting und haben mich gefragt, ob ich Lust hätte, für die zu modeln. Meine Vermutung hat sich bestätigt. Die finde ich richtig nice. Ich bin gerade voll happy. Das erspart mir dann psychisch ein bisschen Stress. Boah, die werden richtig laut. Dass ich eine Prüfungseinsicht haben kann von dieser einen Prüfung. Was ist der Adventskalender für meine Mama? Vielleicht noch schnell die Kleider an von Asos. Ich habe auch eigentlich nicht wirklich irgendwas zu lernen, aber irgendwas zu tun gibt es immer. Und dann gehen wir. Guten Morgen und herzlich willkommen zu diesem neuen Vlog. Ich hoffe, euch geht es allen gut. Wir haben sonntags mal ein sehr ungewohnter Tag für mich, einen Vlog zu starten. Aber heute passiert was Cooles und da dachte ich, nehme ich euch mal mit. Und zwar bin ich bei einem Fotoshooting heute, beziehungsweise bei meinem so ersten richtigen Shooting. Und zwar, ich hatte das schon in dem letzten Vlog, glaube ich, schon mal ein bisschen angeschnitten gehabt. Ich habe jetzt gerade noch so Augenpatches drauf. Und zwar der Friseur, wo ich hier in Wien immer hingehe. Der hat eigene Produkte rausgebracht und ja, die machen heute so ein Fotoshooting und haben mich gefragt, ob ich Lust hätte, für die zu modeln. Die sind, glaube ich, insgesamt 9 oder 10 Models, glaube ich. Oder ich vertue mich gerade 8, ich bin mir nicht ganz sicher. Aber das sind irgendwelche komischen Augenpatches, weil die so wie so ein Schmetterling sind. Ich weiß gar nicht, wie rum man die jetzt auflegt. Ja, ich bin super gespannt und aufgeregt. Falsch rum. Ich glaube, so rum ergibt das eher Sinn, oder? Ja, wie gesagt, das ist mein erstes so kind of richtiges Fotoshooting. Ich bin voll gespannt, aber ich freue mich auch richtig, das einfach mal so ja, zu sehen, wie es so ist. Ja, ich dachte, ich nehme euch ein bisschen mit. Ich weiß jetzt nicht, wie viel ich damit filme, weil ich bin, was Filmen vor anderen Leuten betrifft, immer so ein bisschen zurückhaltend und schüchtern, aber schauen wir mal. Ach, ich freue mich irgendwie voll. Ich war auch gestern Abend irgendwie voll aufgeregt. Mir war irgendwie voll kurz so schlecht und ich war so, what's going on? Aber es war wahrscheinlich eine Nervosität und so. Aber ich freue mich, die sind alle super lieb und ja, ich fühle mich da auf jeden Fall gut aufgehoben und ich glaube, das wird ein richtig cooler Tag und wird voll viel Spaß machen. Ich habe hier schon meinen Koffer, der liegt da. Ah, mir fällt gerade ein, ich musste noch die was fragen wegen ein paar Schuhe. Da ist jetzt alles drin, aber wir bekommen auch auf jeden Fall die meisten Outfits von ihnen. Dann ganz viel Spaß beim Video. Okay, Leute, I'm ready to go. Ich freue mich. Ich bin wieder zu Hause angekommen von dem Fotoshooting-Tag. Oh, meine Kamera blinkt schon rot. Ich hoffe mal, die hält jetzt noch kurz. Ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll. Ich bin gerade noch voller Adrenalin und es war zwar anstrengend, aber es hat so unfassbar viel Spaß gemacht. Mir hat das so viel Spaß gemacht, wirklich. Okay, natürlich ist meine Kamera doch ausgegangen, aber nicht schlimm. Ich habe jetzt gerade ein bisschen geladen. Ich weiß gar nicht, wo ich stehen geblieben bin, aber einfach das ganze Team und auch die anderen Models und so, die hatte ich ja vorher auch noch nie gesehen gehabt, aber wir haben alle voll connected und es war richtig cool und ach, es hat einfach so viel Spaß gemacht. Also ich hatte ja erstmal so meine Bedenken, aber ich bin in meiner Rolle aufgegangen. Es hat mir so viel Spaß gemacht. Das wird auf jeden Fall nicht das letzte Fotoshooting sein, was ich machen möchte. Das steht auf jeden Fall fest. Ich bin so gespannt auf die ganzen Fotos. Die Mädels vom Friseur haben auch schon die ganze Zeit im Hintergrund so Fotos mit ihren Handys gemacht. Die haben uns gerade alle geairdroppt und da schaue ich die ganze Zeit schon durch. Ich bin richtig gespannt. Und ob es mir dann auch gefällt, aber ich bin mir eigentlich ziemlich sicher. Mein Make-up sitzt wie eine Eins. Ich bin so nice geschminkt. Ich würde es niemals alleine so hinkriegen. Ist natürlich jetzt ein bisschen too much so Alltags-Make-up oder so, aber ich finde es richtig schön. Also ich könnte jetzt auch feiern gehen, aber wir haben Sonntagabend bzw. Nachmittag. War eine richtig coole Erfahrung und ja, ich bin gerade richtig
happy. Ich muss jetzt erstmal chillen. Oh, ich habe sogar noch ein kleines Dankeschön bekommen. Ich habe das jetzt, muss das mal auspacken in Ruhe. Aber ich habe schon gesehen, und zwar habe ich auch ein neues Produkt von denen bekommen. Das ist das Shampoo für trockenes Haar mit Pro-Vitamin B und mit Meeresalgenextrakt. Dafür haben wir auch die ganze Zeit Werbung. Boah, das riecht richtig gut. Und ich sehe noch was. Das ist eine Maske für trockenes Haar mit Shea Butter und Moringaöl. Richtig nice. Oh, ich finde die Verpackung auch so wunderschön. Das sind alles so Pastelltöne. Ich freue mich richtig, das auszuprobieren. Und dann ist hier... Ich weiß schon, was drin ist. Lass es dir gut gehen, steht vorne drauf. Lass dich von uns verwöhnen. Oh, voll schön. Ich glaube, da kann ich ja einen Tag zum Friseur gehen und mich da verwöhnen lassen. Boah, ich bin gerade so überwältigt. Ich muss auch gerade ein bisschen klarkommen. Ich weiß nicht, ob es der Red Bull ist, den ich vor, keine Ahnung, 4 Stunden hatte oder so. Aber ich bin einfach gerade so voller Adrenalin und ja, war richtig cool. Ich wollte mich nochmal kurz melden. Ich gehe auf jeden Fall gleich noch duschen und Haare waschen. Und dieses ganze Make-up abmachen. Ich warte gerade auf eine Freundin, die kommt jetzt zu mir und wir planen gerade unseren Weekend-Trip nächste Woche. Für uns geht's nach Budapest. Wenn ihr den Vlog seht, dann bin ich gerade schon in Budapest. Aber ja, wir wollten noch ein paar Airbnbs buchen oder eine Airbnb buchen und generell kurz quatschen, was wir alles machen und so. Und, sie holt noch netterweise Abendessen, 2 Bowls. Ich freue mich voll, weil ich irgendwie heute nicht wirklich dazu gekommen bin, irgendwas zu essen, auch bei dem Shooting. Ich war einfach so, ich hatte gar keinen Hunger. Jetzt kommen langsam so ein bisschen Kopfschmerzen und das ist nicht gut. Deswegen, ja, freue ich mich jetzt aufs Essen. Morgen, wir haben Montag. Ich habe mich gerade fertig gemacht. Eigentlich hätte ich jetzt eine Vorlesung, aber die fällt heute aus. Letzte Woche ist sie auch schon ausgefallen. Ratet mal, wer trotzdem in die Uni gefahren ist. Um 9 Uhr morgens. Ich. Ja. Keiner war da, wirklich keiner war da, außer ich. Ihr fällt aber heute aus, ich habe mich jetzt trotzdem schon ready gemacht, weil ich zum Arzt fahre. Ich habe ein Problem in meinem Oberschenkel. Ich gehe davon aus, dass es eine Zerrung oder Muskelfaserriss ist. Nicht so optimal jetzt gerade. Und ich gehe halt zuerst zum Allgemeinarzt, also so einem Allgemeinmediziner. Ich weiß nicht, ob der mir da überhaupt schon eine Diagnose wirklich geben kann. Ich glaube, der wird mich einfach weiterleiten an irgendeinen Physio oder was weiß ich, keine Ahnung. Aber das ist halt erstmal so die erste Anlaufstelle, weil ich gehe nie zum Arzt. Ich muss nicht zum Arzt. Das ist das erste Mal, dass ich jetzt hier in diesen 2 Jahren in Österreich zum Arzt gehe. Weil, ja, keine Ahnung, wenn ich irgendwelche Arzttermine habe, so kein Zahnarzt, Frauenarzt, das mache ich einmal im Jahr dann in Deutschland, weil ich da ja auch noch versichert bin. Bin auch erst bestimmt seit einem halben Jahr hier in Österreich versichert, weil ich halt die ganze Zeit auch über meine Familie in Deutschland versichert bin. Aber ja, schauen wir jetzt mal. Ich bin gespannt. Ah, ich kann euch mal zeigen, ich habe neue Ohrringe hier. Die sind von den Other Stories. Da habe ich jetzt an Black Friday so einen Deal gemacht. Ich kann euch die anderen mal eben zeigen. So sehen die aus. Finde ich richtig cute. Das sind so etwas größere. Und die sind etwas kleiner, aber dafür ein bisschen dicker. Ja, und Gold. So, ich bin gerade ein bisschen genervt. Ich war 15 Minuten in der Warteschleife, weil ich keinen Bock mehr. Ich habe dann irgendeinen anderen angerufen, weil ja, beim Arzt kam jetzt auch nicht so viel warum. Die haben mich jetzt mit Salbe halt verschrieben und mich zum Radiologen zu einem Röntgen weitergeschickt. Und jetzt rufe ich da die ganze Zeit irgendwelchen an und alle Rufnummern sind irgendwie falsch. Und ich denke mir so, ich drücke doch da drauf. Und dann, ach, keine Ahnung. Weil ich ja schon noch versuche, irgendwie heute einen Termin dazu bekommen oder morgen, weil die meinten, dass man da voll oft auch einfach ohne Termin hingehen kann. Ja, ich habe jetzt aber keine Zeit mehr. Ich habe jetzt noch einen schnellen Snack angepackt und meine Tasche geholt, weil ich jetzt zur Uni fahre. Ich habe Vorlesungen. Ich habe jetzt hier am Institut noch kurz Pause gemacht nach meiner Vorlesung und fahre jetzt aber weiter zum Institut. Ich habe gleich Vorlesung, aber ich habe jetzt doch noch eine E-Mail bekommen, beziehungsweise eine Antwort auf meine E-Mail, dass ich eine Prüfungseinsicht haben kann von dieser einen Prüfung, die ich letztens geschrieben habe. Und ja, die hat mir die ganze Zeit nicht geantwortet und dann dachte ich, hätte sich das erledigt, aber ich fahre da jetzt noch schnell hin und ich bin wirklich so gespannt. Ja, ich werde dann berichten.
zu Hause von meinem langen Unitag. Ich habe jetzt noch ungefähr eine halbe, dreiviertel Stunde ungefähr Zeit. Ich bin zum Dinneressen nämlich verabredet. Falls ihr euch gewundert habt, was ich eben in der Vorlesung nämlich dann schon gemacht habe, ich habe nämlich schon überlegt, auf der Seite geguckt, was ich heute Abend essen werde. Ich habe immer so einen richtigen Struggle, weil ich so manchmal, also nicht, ich bin ein bisschen picky eater und mag nicht immer alles und deswegen hilft mir das manchmal vorher schon in die Karte geguckt zu haben, weil das erspart mir dann psychisch ein bisschen Stress im Restaurant selber, weil ich habe das richtig oft, dass ich dann mit Freunden irgendwie essen gehe und die wissen alle schon direkt, was sie bestellen wollen und ich weiß manchmal nicht, was ich dann essen soll. Wenn es jetzt nicht gerade irgendwie eine Pizzeria ist oder so, dann muss ich mir immer die Karte 10.000 Mal durchlesen. Dann werde ich immer so gestresst, wenn der Kellner schon kommt und ich weiß einfach nicht, ich kann mich dann entweder nicht entscheiden oder ich weiß noch nicht, was ich essen soll. Deswegen, ja, habe ich eben in der Vorlesung schon mal reingeschaut. Und ja, ich war bei der Prüfungseinsicht und oh, ja, die Prüfung ist ja jetzt schon wieder 2 Wochen her und ich dachte schon, ich weiß bestimmt wieder gar nichts mehr. Aber als ich mir so durchgelesen habe, das war richtig krass. Ich hatte so viel richtig. Ich hatte fast alles richtig. Ich hatte, glaube ich, nur so 3 Fragen, wo ich wirklich was falsch hatte. Der Rest war richtig, aber es war einfach nicht genug. Es hat nicht gereicht. Das war das Ding. Und das war aber einfach so, ich wollte es einfach nicht riskieren, mehr anzukreuzen. Das Ding ist bei dieser Prüfung, wenn du eine Sache falsch angekreuzt hast bei der Aufgabe, dann ist die ganze Aufgabe falsch. Und das wollte ich nicht riskieren. Ich war so, ja, ich will ja auf meine Punktzahl kommen. Ja, aber das bringt natürlich auch nicht, wenn man zu wenig ankreuzt. Ich meine, ich bin schon mal froh, dass ich, was ich angekreuzt habe, richtig war. Das heißt, ich habe ja gut gelernt und ich habe es verstanden. Aber es war halt einfach nicht genug. Und da hätte ich ein bisschen mehr so auf mein Bauchgefühl noch hören müssen, mich noch mehr trauen, doch Sachen noch was mehr anzukreuzen, damit es dann reicht. Aber ja, ich werde es mir überlegen, ob ich es jetzt wirklich nochmal schreibe oder nicht. Ich habe ein paar Pakete bekommen. Hier sind 2 Weihnachtskleider drin, das weiß ich. Da frage ich mich gerade, was da drin ist. Also ich habe eine Idee, was sein könnte, aber ich glaube, das ist der Adventskalender für meine Mom. Aber eigentlich habe ich ein ganz anderes Paket erwartet, was eigentlich ankommen sollte. Ja, okay, der Fahrer ist auf dem Weg zu ihm. Okay, das heißt, es wird noch zugestellt. Ah, heute bis 20 Uhr. Okay. Also das ist ganz exciting. Was ist das? Ah ja. Ja. Ich habe einen Adventskalender für meine Mom bestellt. Den muss ich noch selber machen. Und zwar, boah, sehr nice. Dann kommt das doch jetzt alles noch rechtzeitig hoffentlich an. Und zwar ist das so ein Blatt. Und da kann ich jetzt was draufschreiben und dann kommen da so Klebesticker drauf und dann kann man das so frei rubbeln. Und ich fand das irgendwie super süß. Meine Mutter ist eh nicht so materiell, dass sie irgendwas haben will. Deswegen dachte ich mir, wäre das voll perfekt, wenn ich da einfach so ein paar süße Sprüche draufschreibe oder irgendwie irgendwas Schönes, was ihr so jeden Tag so ein kleines Lächeln ins Gesicht zaubert. Ja, und dann klebt man das da drauf und dann kann die das so frei rubbeln. Finde ich richtig cool. Die Felder sind natürlich jetzt nicht so groß, also kann ich keinen Roman reinschreiben, aber irgendwie, irgendwas fällt mir da bestimmt ein. Sehr cool. Ich glaube, in dem Paket, was ich gerade abgeholt habe, müsste der für meinen Papa drin sein. Für den habe ich natürlich auch bestellt, weil von dem kriege ich immerhin seit 3 Jahren Adventskalender nach Wien geschickt. Nein, es ist nicht der Adventskalender, aber dazu brauche ich das andere Paket. Ja. Vielleicht kann der eine oder andere es schon ahnen. Nein, wahrscheinlich nicht. Sehr cool. Ja, ich zeig nur, es ist rosa. So, jetzt probiere ich hier mal vielleicht noch schnell die Kleider an von ASOS. Ich habe nämlich nach Weihnachtskleidern gesucht oder so Outfits und es ist farbig. Ich wollte mal nichts Schwarzes anziehen. Ich weiß schon gar nicht mehr, was ich letztes Jahr hatte. Ich bin sehr gespannt. Es wird, wenn überhaupt, eh nur eins von den 2 Kleidern. Rot. Ich dachte mir, weihnachtlich passt doch rot zu. Ja. Ich glaube, ich ziehe mal eben schnell an. Okay, Leute, das ist das erste Kleid. Ich habe es jetzt auf jeden Fall mit meinen Stiefeln mal angezogen, aber ich weiß nicht. Ich habe nur so Overknees. Ob ich nicht ein bisschen aussehe wie so ein Bonbon? Ich meine, das habe ich schon auf dem Foto vorher gesehen. Das Licht ist hier auch immer so ein bisschen schlecht, aber irgendwie ist gerade irgendwie nicht einfach. Das macht mich irgendwie ein bisschen breit. Ob das nicht ein bisschen too much ist, aber ich bin eigentlich aus der Familie immer diejenige, die ein bisschen too much anhat. Ja, es hat was. Also es ist so ein bisschen so transparent an den Ärmel. Ja, okay, probieren wir mal das andere an. Okay, Leute, das ist das zweite, aber das geht auf jeden Fall zurück. Nee, einfach nee. Jetzt gefühlt sieht aus wie der Prinz von der Prinzenrolle hier mit diesen. Das geht gar nicht. Und das ist auch so voll, also das soll knitterlich sein, aber irgendwie ist es gerade extrem. Der Stoff gefällt mir. Nee, einfach, schade. Okay, ich habe jetzt nochmal mein Make-up ein bisschen aufgefrischt, mir andere Ohrringe angezogen und mir so ein
ein paar Löckchen unten reingemacht. Kleider, glaube ich, werde ich weiter nicht behalten. Die sehen irgendwie ein bisschen sommerlich aus, hat meine Schwester gesagt. Und ach, ich weiß nicht. Ich überlege jetzt, ob ich vielleicht nicht doch irgendwas noch zu Hause habe, was ich anziehen kann. Weil im Endeffekt, Weihnachten ist bei uns eh nicht so. Also wir feiern es auf jeden Fall, aber es ist jetzt nicht, dass wir uns krass irgendwie schick machen oder so. Ich mag es natürlich so trotzdem gerne. Aber ich überlege vielleicht, das anzuziehen. Ich weiß es nicht. We'll see. Okay, let's go. Ich freue mich, ich habe Hunger. Ich habe echt Hunger. Wir gehen übrigens zu einem Mexikaner. Da war ich schon richtig lange nicht mehr. Der steht immer auf meiner Liste drauf, wenn ich das anderen Leuten so recommende. Aber irgendwie gehe ich da selber nie hin. Die hat immer so eine Bowl. Und die war so, so nice. Und dann haben die irgendwann so das Rezept geändert. Und dann war sie nicht mehr so nice, sondern nur noch nice. Jetzt überlege ich, ob ich die heute nehme oder die Burrito, die Tacos. We'll see. Und ich hoffe, wenn ich wiederkomme, ist mein Paket da. So, ich bin wieder zu Hause. Wir haben schon voll spät. 11.06 Uhr. Normalerweise schon längst meine Schlafenszeit. Ich habe mich mit einer Freundin getroffen aus der Heimat, also aus Deutschland. Sie war nämlich gerade zu Besuch in Wien. Es war richtig schön. Wir haben auch voll viele lang gequatscht. Aber first things first. You guys, I am freaking excited. Oh my god. Meine neuen Babys. Okay, muss jetzt mal klappen. Oh mein Gott, I can't. Das ist so ungewohnt. Ich kann es gar nicht glauben, dass das meine sind. Au, au, au. Jetzt kommt noch the final glow. Pretty in pink. Da kann eigentlich noch so Schoner für außen drauf. Aber ich bin nicht sehr sicher, ob ich die wirklich drauf mache oder nicht. Ich muss euch das morgen im hellen Licht zeigen, aber sie sind so schön. Ich muss jetzt erstmal einen Musiktest machen hier damit. Boah, die werden richtig laut. Alter, crazy. Guten Morgen. Boah, meine Stimme. Ach du, ich bin gerade erst wach geworden. Ich muss mich beeilen, weil ich habe ein bisschen getrödelt. Ich habe mich jetzt den Termin beim Radiologen in einer Dreiviertelstunde. Okay, Friends. Ich muss los. Wir sind im Stress, bin ich jetzt hier schon? Ich verstehe es nicht. Manchmal bin ich zu früh dran, manchmal bin ich zu spät dran. Das ist das Rezept. Heute bin ich definitiv zu spät dran. Ich bin wieder zu Hause angekommen und ja, meine Vermutung hat sich bestätigt. Ich habe Muskelfaserriss im Oberschenkel. Ich darf schon noch weiter trainieren, aber ich soll es halt vermeiden zu dehnen und so. Deswegen wird es wahrscheinlich jetzt Oberkörpertraining und auch beim Turnen. Wahrscheinlich muss ich dann ans andere Gerät wechseln und nicht mehr so viel Boden machen. Und in 4 Wochen muss ich dann nochmal zur Kontrolle hin. Deswegen passe ich jetzt wirklich auf, dass es schnell weggeht. Ist natürlich jetzt echt ärgerlich. Jetzt noch ein bisschen Zeit, bis ich zur Vorlesung los muss. Ich glaube noch 2 Stunden oder so. Ist schon wieder ein Paket bei mir angekommen. Da ist eine Jacke drin. Ja, ich bin sehr gespannt, weil sie sehr farbenfroh ist. Aber ja, wir können sie mal zusammen auspacken. Wie man sieht, sie ist rot. Die sieht irgendwie sehr nice aus. Aber die ist auf jeden Fall kurz. Ich hatte so Bock auf irgendwie eine geile Farbe. Ich weiß nicht warum. Irgendwie das Boah-Schwarz den ganzen Winter tragen, da werde ich ja depressiv. Und ja, irgendwie weiß ich gerade nicht, warum ich auf einem Rot-Trip bin. Das mit den Kleidern, das war echt Zufall. Bin gespannt, auch wegen der Größe. Boah, die ist nice. Boah, wie cool. Ey, die hat voll was. Die finde ich richtig nice, Leute. Wie cool. Hä, die finde ich richtig nice. Steht mir rot? Boah, das ist so ein cooles Rot, so ein Kirschrot. Ich bin gerade voll happy. Also ich weiß nicht, was ich sagen soll, aber ich bin obsessed mit dieser Jacke. Ich liebe sie jetzt schon und die werde ich auf jeden Fall behalten. Ich bin gerade richtig happy von meinem Kopfhörer. Oh mein Gott, das ist ja wie Weihnachten gerade.
Soll ich einfach aufhören, jetzt so viel zu bestellen? Das war jetzt gerade gefühlt ein ganzer Vlog hier nur am Pakete auspacken. Das ist nicht typisch für mich, weil ich eigentlich echt selten online bestelle. Aber ja, es war jetzt Black Friday und da habe ich ein bisschen zugeschlagen. Ich muss jetzt echt mal ein bisschen hier mein Zimmer aufräumen. All in your space is where I wanna be. Here in this room, what did you do? I just can't get enough. Too caught up in your love. I've been trying to forget, but you won't let me. Something in my brain holds you. So, ich habe mir gerade Essen gemacht, Salat und so ein bisschen so Putenstreifen. Ich bin mal wieder komplett im Stress und komme zu spät jetzt zu meiner Vorlesung. Aber ich muss jetzt noch was essen, weil ich gehe danach noch in die Uni ein bisschen lernen mit einer Freundin. So, ich habe mich jetzt nochmal umgezogen und bin jetzt auf dem Weg. Ich habe jetzt zwei Sportvorlesungen hintereinander und dann gehe ich noch mit einer Freundin auf die Uni ein bisschen lernen. Ich bin ewig nicht mehr da bei der Wirtschaftsuni. Ich habe auch eigentlich nicht wirklich irgendwas zu lernen, aber irgendwas zu tun gibt es immer. Und dann gehen wir heute Abend zusammen in Sport. Ich habe vergessen, mich noch zu melden. Ich war noch in der Uni was lernen mit einer Freundin für anderthalb, zwei Stunden. Und dann sind wir zusammen zum Training gegangen. Und ja, da habe ich jetzt nicht so viel mitgefilmt, aber wir haben heute, ja, was anderes musste ich ja machen. Ich kann jetzt nicht meine üblichen Sachen üben, weil ich das jetzt schon sehr schone. Aber ich kann trotzdem was machen und das freut mich. Ja, jetzt wollte ich noch eben schnell duschen. Was gebucht für, einen Flug gebucht für nach Hause. Ich habe eigentlich versucht, eigentlich gerade noch meine Mutter anzurufen, aber ich glaube, die schläft schon. Und ich muss jetzt noch ein bisschen trinken, weil ich zu wenig getrunken habe heute. Und ich glaube, ich schneide jetzt noch schnell ein Reel. Ich habe nämlich heute den Tag über auch ein Reel gleichzeitig gefilmt. Und dann vergesse ich manchmal, dass ich YouTube mache, weil wenn ich dann für ein Reel filme, dann filme ich die ganze Zeit nur dafür. Und bin so, ah, du filmst doch eigentlich gerade ein YouTube-Video. Geht alles ein bisschen aufgeräumt, habe ich auch noch. Und ja, jetzt lege ich mich, glaube ich, ins Bett und mache das da.